Heute will ich herausfinden, mit welcher Sicherung ich so eine 9 Volt Blockbatterie hier absichern muss, damit der Schmelzdraht gerade eben nicht mehr durchbrennt. Hier fangen wir an mit 250 mA. Als nächstes kommen 500 mA. Jetzt kommt 1 Ampere. Jetzt kommt 2 Ampere. Hier kommt 3 Ampere. Und der hält.